Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video am Sonntag. Ihr seht es im Titel, lachendes, weinendes Auge, weil ich gebe diesen wundervollen Bus ab. Wir sind hier gerade irgendwo an einer alten Ziegelei und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Location, um mal ein paar Fotos zu machen. Viele von euch haben es sich auch gewünscht, dass ich nochmal so ein paar Fotos mache, die ihr euch nach und nach angucken könnt, wie so die ganzen Umbaumaßnahmen vonstatten gegangen sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil das Thema ist eigentlich für mich nicht relevant, dass ich irgendwie ein Auto abgebe. Aber ich habe mir gedacht, ich habe so viele Autos, es macht keinen Sinn, irgendwie 100 gleiche Fahrzeuge zu fahren. Und der Amarok wird halt der Nachfolger von diesem Bus. Für die Leute, die jetzt das erste Mal zuschauen, dieses Auto war irgendwann mal im Leben ein Notarzt-Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr in Düsseldorf. Und den habe ich halt aufwendig in seiner YouTube-Serie umgebaut. Ich werde euch die Serie unten auf jeden Fall nochmal verlinken. Da seht ihr dann von weiß zu grau und diesen ganzen Pipapo da oben drauf. Und ja, was soll ich euch sagen? Ganz kurz und knapp und schmerzlos. Der Wagen geht halt weg, weil der Amarok der Nachfolger wird, weil ich einfach zu viele Autos habe und anderthalb Jahre dieser Wagen mir wundervolle Dienste geleistet hat. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was möchte ich dafür haben? Das ist natürlich eine schwierige Thematik, weil den Bus gibt es nur einmal. Ich meine, der hat einen Heckträger drauf, der hat einen Dachträger drauf. Das Dachzelt ist übrigens nicht mit dabei, das muss ich dann für den Amarok haben. Dieses Heckdingsbums da muss leider auch wieder weichen, weil ich das brauche ich noch. Ach, du bist auch da. Hi. Hi. Das brauche ich auch für das nächste Auto. Und was noch ausgebaut wird, ist natürlich Funk und ein bisschen Tatütata. Wobei ihr gar nicht wusstet, dass der Tatütata hat. Aber ist egal, das wird alles rausgerüstet. Aber so diese ganze Steuerungselektronik kann alles drin bleiben. Ich glaube, ich zeige euch den nochmal im Detail. Also, dieser wundervolle Bus, ja, hier nicht nur die Kamera, mit der wir gerade die Fotos gemacht haben, hat jetzt auf der Uhr 165.046 und ja, hat eigentlich alles, was man so braucht. Ich habe den umgebaut für meine Abenteuer, für diverse andere Sachen. Also das Auto ist zugelassen als Sonder-Kfz-Bürofahrzeug. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht relevant, welche Umweltplakette dieses Auto fährt. Der hat natürlich eine grüne Umweltplakette, aber mit dieser Sonder-Kfz-Zulassung als Bürofahrzeug ist er nicht nur steuervergünstigt, das heißt 50% Steuerrabatt, sondern ihr könnt damit auch quasi überall fahren und ihr seid natürlich auch in der Versicherung sehr, sehr, sehr günstig, weil es halt ein Sonder-Kfz ist. Es ist wie ein Wohnmobil geschlüsselt, das heißt, das Auto kostet euch nicht wie eine normale Karavelle 9-Sitzer das Geld, sondern ihr seid da schon wesentlich günstiger unterwegs. Genau, 165.000 gelaufen, dieses wundervolle Auto. Hier haben wir zum Beispiel eine Motorweiterlaufschaltung, dass der Motor weiterlaufen kann, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Da haben wir einen Notstart, dass beide Batterien miteinander verkoppelt werden. Wir können die Batterien einzeln übrigens auch ausschalten. Das hier müsste Zusatzbatterie sein. Die zweite Batterie sitzt im Vorderraum. Da kann ich dann da quasi auch nochmal den Schalter ausmachen. Ansonsten, ja, ein sehr innovatives Innomatic-Bedienteil ist mit drin. Kann ich das jetzt einschalten? Dafür muss ich wahrscheinlich das Auto anmachen, weil es im Stand jetzt nicht geht. Ihr seht, die Zusatz- und Startbatterie, die sind miteinander verkoppelt. Jetzt zeigt er mir hier so den Zustand. Wie sind die Batterien gerade? Die ist jetzt gerade im Nutzzustand. Das heißt, hinten hört ihr das vielleicht ganz leise, dass dann Kühlschrank läuft. Ja, ansonsten haben wir so klassische Funktionen hier, wie Heckwarnsystem ist mit drin. Diese Ecklichter sind mir dann, ich weiß gar nicht, wie ich die betitelt habe. Auf jeden Fall sind das diese kleinen Value-Fits, die ihr hier oben gerade schön sehen könnt. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die machen den Wagen dann nochmal ein bisschen größer und fetter. Und dann haben wir vorne noch eine Leitbar dran. Wir haben eine Seite Leitbars dran. Und die kann ich halt auch wunderbar über dieses Bedienteil hier steuern. Vorne zum Beispiel, links, rechts und so weiter. Hinten auch zum Zurückfahren und... Ja, das bleibt natürlich alles drin, weil das werde ich jetzt nicht rausrufen. Das kann dann der Nächste, der damit auf Tour geht, wunderbar nutzen, weil das natürlich alles schon gekoppelt ist mit dem Auto. Das ist natürlich alles wasserdicht, ist alles ordentlich angeschossen. Also braucht ihr keine Angst haben, dass das Auto dann irgendwann in die Luft fliegt. Ja, Motor ist ein 2,5 Liter DSG-Getriebe, beziehungsweise so ein Mischmasch aus DSG und Wandergetriebe, weil in dem Bus, so dieser Zeitraum, wo es produziert wurde, man ausprobiert hat, diese DSGs zu verbauen und dann doch noch bei Wandlerautomatik irgendwie geblieben ist. Das heißt, Getriebe läuft, ja, vom zweiten in den ersten Gang ist es ein bisschen ruckelig. Ja, fahre ich aber auch schon seit 15.000 Kilometern so. Also der nächste Besitzer kann da gerne mal eine Getriebespülung machen oder vielleicht ein Austauschgetriebe reinpacken. Aber das Auto läuft Gang 6 Gang, wunderbar zu fahren. Leider kein Tempomat, ist so das einzige Manko an diesem Wagen, was er nicht hat, aber reicht halt trotzdem aus, wenn ihr einen ruhigen Fuß habt. Genau, was kann ich noch sagen? Natürlich, Funk wird ausgebaut, also die Ladeschalen kommen natürlich raus, der Funkkram kommt raus, weil den gebe ich nicht weiter mit ab. Der ist ja so auf meine Frequenzen programmiert. Das heißt, das Ding fliegt noch raus, aber ansonsten bleibt halt eigentlich alles drin, was drin bleiben soll. Ihr seht, ja, es wird viel gemacht. Ne? Wir haben jetzt hier vorne noch schöne Ledersitze drin mit Armlehnen, aber natürlich nur die Fahrerseite, weil ich bin der Fahrer. Hinten haben wir jetzt auch den zweiten Sitz drin. Ich kann ja mal nach hinten gehen. Aha, hinten. Wundervoll ausgestattet. Jetzt hört es auch ein bisschen lauter, dass der Kühlschrank gerade läuft und der Stromwandler. Also wir haben hier einen wundervollen kleinen Kühlschrank noch mit unten drin, der auch vollkommen ausreicht. Der läuft auf 230 Volt, aber kühlt ausreichend für kleinere Getränke. Hier oben haben wir ein Ablagefach für einen Laptop, was ich aufschieben kann. Da sieht es jetzt gerade schön. Die Dinger sind übrigens auch drehbar. Das heißt, ich kann das jetzt einmal rumdrehen.
Genau, und hier habe ich halt auch nochmal so typische Ablagefächer. Hier ist nochmal das originale Übergabeprotokoll drin mit den ganzen Unterlagen, die so dazugehören und so weiter und so fort. Ablagefächer hier auch nochmal. Das heißt, genau, für die Bürozulassung musste der natürlich auch entsprechende Fläche haben. Und deswegen war es eigentlich ganz cool, dass der halt als Notarztwagen so ausgeliefert wurde. Somit stand dieser Zulassung gar nichts im Wege. Licht haben wir auch natürlich mit drin. Hier wundervoll LED-Licht. Und hier oben haben wir auch nochmal kleinere Spotlichter, die auch auf jeden Fall drin bleiben. Funk, wie gesagt, kommt raus und die LED-Lenserlampen muss ich natürlich auch ausbauen, weil die brauche ich. Das heißt, da sind dann vier kleine Löcherchen drin, aber der nachfolgende Besitzer kann da sicherlich irgendwie so ein bisschen was mitmachen. Was kann ich noch sagen über den Bus? Genau, Dachzelt muss auf jeden Fall runter, ist ein Frontrunner-System drauf, ist auch alles soweit schön verkabelt und ordentlich angeschlossen, aber das Dachzelt muss ich halt übernehmen für das nächste Auto. Ja, ich bin irgendwie traurig. Irgendwie bin ich traurig. Irgendwie Lapstation, leider traurig, leider bin ich traurig. Also ich habe dieses Auto, wenn ihr diese Serie verfolgt habt, wisst ihr ja, ich habe da super viel Liebe reingesteckt, aber es macht halt einfach keinen Sinn, den weiterzufahren, weil es ist genau das gleiche Auto wie der Amarok, nur dass der Amarok sogar Allrad hat. Also es ist ein Frontantrieb, der ist übrigens auch höher gelegt auf 3 cm, das seht ihr gerade schön, der hat die All-Terrain-Reifen drauf. Und ja, was gibt's noch? Was gibt's noch? Ihr kennt den Bus ja. Ich könnte euch jetzt vielleicht auch mal ein Video verlinken von dem lieben Mattis, mit dem ich zusammen unterwegs war, wo wir die Busse vorgestellt haben, was der noch so alles an Features hat. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen. Hier haben wir zwei wunderschöne Auszüge drin, die früher für die ganze Medizintechnik waren. Da habe ich ein kleines Regal eingebaut. Das kann auch so weit drin bleiben. Da könnt ihr dann diese L-Boxen reinstecken. Ja, hier ist nochmal ein zweites Fach. Hier oben gibt es halt die ganz normalen Boxen, die man so aus dem Einzelhandel und so weiter kennt. Und hier haben wir noch eine Sauerstoffflasche. Die muss aber natürlich auch wieder raus, weil die brauchen wir zum Aufblasen vom... Geht die noch auf? Ja, die brauche ich zum Aufblasen vom Schlauchboot und so weiter. Genau, das Ding könnt ihr auch rausziehen. Hier unten könnt ihr das Ding rausziehen. Und ihr seht, es blinkt hier auch fleißig. Ich habe noch ein schönes Heckwarnsystem integriert. Heller BST, LEDs sind drin. Und die bleiben natürlich auch drin. Es flackert natürlich jetzt ein bisschen, weil der Wagen aus ist. Das Schöne ist, ich kann es hier auch ausschalten mit einem Schalter. Oder es geht halt automatisch über diesen Kippschalter irgendwann mal aus. Ja, genau. Und die Heckklappe ist ziemlich schwer, weil die verstärkte Dämpfer hat. Yes! Ja, meine Damen und Herren. Ladeport gibt es übrigens auch. Also wir haben zwei Ladegeräte hier drin. Das heißt, wir können hier einmal 230 Volt anstöpseln. Wir haben zwei Netzsysteme hier drin. Einmal 12 Volt, 230 Volt und nochmal 32 Volt nur Netzbetrieb. Das heißt, steckt ihr den Stecker drauf, gibt es da drin extra Steckdosen, die nur laufen, wenn dieser Stecker draufsteckt. Und dann gibt es halt nochmal ein 230 Volt Netz, damit ihr 230 Volt immer an Bord habt. Und dann gibt es halt ein ganz normales 12 Volt Netz noch. Also das Ding ist komplett ausgestattet. Allein so ein komisches Ladegerät kostet irgendwie 1200 Euro. Also die sind vermögend teuer. Und es läuft halt. Nagelneue Batterien drin und frisch TÜV. Wobei ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr alt. Aber TÜV hat auf jeden Fall noch bis 12.20. Also quasi ersten 21. Ja, ja, ja. Die Frage der Fragen ist natürlich, wie sieht es preislich aus? Was habe ich mir da vorgestellt? Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert auf Mobile, habe da so einen groben Richtwert genommen und der Wagen hat 165.000 gelaufen und Fahrzeuge mit 175.000 gelaufen kosten so an die 10.000 bis 12.000 Euro die Generation. Jetzt ist dieses Ding aber extrem teuer ausgebaut. Wir haben zum Beispiel einen Facelift Front drauf, wir haben Multivan-Rückleuchten drauf, wir haben Heckträger, der allein schon 2.000 Euro kostet, der Dachträger kostet schon ein Vermögen viel Geld und allein eine so eine Lightbar kostet um die 300 Euro. Also dieses ganze Summa summarum zusammengefasst bedeutet, da stecken insgesamt, glaube ich, mit Fahrzeugwert 20.000 Euro drin. Ne, das ist ja kein Scheiß, ihr habt das ja gesehen, ihr habt das in den Serien auch verfolgt, das ist halt wirklich schweineteures Material, da ist jetzt kein Wang-Tang-Zeugs drin, sondern wirklich nur Markenware. Und ich habe mir gedacht, ich treffe irgendwie so die goldene Mitte, so 10 bis 12 kosten die Einsteiger-Dinger, die durchgerockten Karren mit der Laufleistung und das Ding ist halt wirklich State of the Art, den gibt es nur einmal und ich habe mir gedacht, 15.000 bis 16.000 Euro ist realistisch für dieses Auto, ja. Lasse ich alles, wie gesagt, drauf, außer die Kiste mache ich natürlich hinten ab, die könnte ich auch drauf lassen, die kostet jetzt keine Welt, aber die ist halt passgenau für meine Drohne, deswegen packe ich die hinten noch ab, das Dachzelt brauche ich sowieso und halt Funk muss ich ausbauen, weil die Funkfrequenzen nur auf mein Funknetz laufen. Ja, wenn ihr also Bock drauf habt, auf dieses spannende Projekt, ne, jetzt seid nicht traurig, dass dieses Auto wegfällt, da baue ich ja auch gerade um zum Nachfolger von diesem Ding und dann gibt es halt ein neues Projekt fürs nächste Jahr, ein Löschfahrzeug. Eventuell muss ich gerade gucken, wenn ich ein cooles Angebot finde, weil ich ja schon Einsatzfahrzeuge gebaut habe, ich sag mal, ich habe Notarztfahrzeuge gebaut, ich habe Streifenwagen gebaut, ich habe RTWs gebaut, aber ich habe noch kein Löschfahrzeug gebaut und viele von euch wünschen sich das auch und deswegen muss halt auch mal irgendwie was weichen, weil ich bin ja kein Autohändler, dass ich jetzt hier 100 Autos hinstellen kann. Ich meine, wenn ich
ich so eine Halle hätte, würde ich die alle reinstellen, aber das macht halt keinen Sinn. Ich bin alleine, ich kann nicht drei Autos gleichzeitig fahren und das ist halt einfach ultimativ stressig. Ne? Man zahlt dreimal Versicherung, man zahlt dreimal Steuern, aber ja, es ist ein Projekt. Ne? Ihr wisst ja, meine Autos sind immer so die Projekte, wenn die Projekte fertig sind, dann gebe ich die irgendwann ab und jetzt ist es Zeit, dieses Fahrzeug abzugeben in guten Händen. Ich suche mir also exakt aus, wer dieses Ding bekommt hinter. Also wenn da jetzt einer kommt, ich zahle dir sogar 17.000 und ich finde den Typ scheiße, dann gebe ich den Wagen nicht ab. Also mir geht es jetzt nicht ums Geld, mir geht es einfach darum, dass der in gute Hände kommt und der Nächste damit auch Spaß hat. Wie gesagt, was ihr auf jeden Fall in Zukunft machen müsst, ist vielleicht mal Getriebe, wäre fällig, vielleicht auch eine Antriebswelle. Manchmal klackert der ein bisschen beim Einschlagen, da kann man machen. Aber ansonsten, ja, wisst ihr, ne, was da alles so verbaut ist. Höherlegung von Terranger, auch über 1.000 Euro diese Höherlegungen, Höherlegungsfedern, also nicht hier irgendwie den Federweg verkürzt, sondern dickere, fettere, größere Federn rein und das Ding ist cool. Also ich finde den cool, aber wie gesagt, ich habe keinen Platz für 3 Millionen Autos bei mir auf dem Hof. So, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was ich als Nächstes so anschaffen soll, was man noch umbauen soll. Wie gesagt, Amarok geht in Zukunft weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob Mittwoch der nächste Teil kommt, weil wir immer noch Probleme damit haben, dieses Hardtop zu bekommen. Es dauert halt noch. Die haben so ein bisschen Produktionsverzögerung in Afrika. Da kommt das Hardtop her und da muss es erstmal rübergeschifft werden. Und ihr kennt das in Deutschland, bleibt das Ding beim Zoll liegen. Dann fragen die, warum kommt da Paket aus Afrika und so weiter und so fort. Aber es geht halt voran. Folie, vielleicht mache ich auch den Amarok in der Farbe, weil die Farbe ist neutral. Die ist eigentlich ganz geil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Theoretisch könnt ihr da jetzt auch die Folie abziehen, weil da ist ja nur eine Folie drauf. Dann hättet ihr einen weißen Transporter. Aber wer will einen weißen Transporter fahren? Genau, ja. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, euch zu zeigen? Wie gesagt, die Serie unten ist verlinkt. Die Kleinanzeige ist unten verlinkt. Und was noch gerade aufgeploppt ist, wird das Video sein von den lieben Mattes, wo wir das Auto nochmal im Detail vorgestellt haben. T4 versus T5. Mehr braucht ihr gar nicht wissen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Wahrscheinlich seid ihr gerade im Urlaub. Ihr habt gerade Ferien. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Hälse noch im Dunkeln, Montag. Ach nee, Quatsch, nee, Montag kommt ja kein Video. Mittwoch kommt immer ein Video. Mittwoch geht's dann vielleicht um ein bisschen RTW, vielleicht auch Amarok, weiß ich noch nicht. Und Freitag geht's wieder weiter mit Lost Places. Sonntag, nächster Real Talk. Bin ich mal gespannt, was wir da so an neuen Real Talk-mäßigen Sachen veröffentlichen können. Also, danke fürs Zuschauen. Schreibt unten rein, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich traue ja schon hinterher, ne? Aber wie gesagt, drei Autos macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Achso, die Motorhaube ist übrigens auch foliert. Also, die könnte man auch nochmal dann mit dem Plastidip-Zeugs einpacken. Ich gebe euch die Dose mit, denjenigen, der das Ding kauft. Also, ciao.